Carsten in Hagen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Bin heute, wie gesagt, in der Gegend von Hagen unterwegs. Bin also quasi an der Grenze vom Ruhrgebiet zum Sauerland unterwegs. Hier im Hintergrund seht ihr gerade den Hengsteisee, um den ich heute herumlaufen will. Der Hengsteisee ist zeitlich gesehen der erste Stausee der Ruhr. Und zwar ist der 1928/29 gebaut worden oder angelegt worden. Damals noch um die Ruhr zu klären, beziehungsweise um die Ruhr zu beruhigen. Und mittlerweile dann jetzt als Naherholungsgebiet auch zu nutzen. Und es ist noch relativ früh am Morgen. Und ihr glaubt gar nicht, was hier los ist an Joggern und Gassigehern. Da vorne kommen mir schon wieder die nächsten Jogger entgegen. Ja, bin mal gespannt. Der See ist ca. 160 Hektar groß. Und wie gesagt, ich möchte ihn heute umrunden. Und zwischenzeitlich geht es dann auch gleich nochmal ein bisschen hoch auf ein Plateau gehen, beziehungsweise in den Wald hinein. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne noch ein Stück begleiten. Ja, nachdem es die ganze Zeit im Ruhrtal relativ gerade ausging, bin ich dann jetzt mal so ein bisschen auf die Ruhrhöhen gestiegen. Ich gehe gleich noch ein Stückchen weiter hoch. Aber von hier aus hat man schon einen wahnsinnigen Blick Richtung Sauerland. Thank you.
das Schöne hoch auf den Sieberg ist, dass hier nicht so viele Leute unterwegs sind. Das andere, was nicht ganz so schön ist, hier geht es die ganze Zeit nur bergauf. Aber bin gleich oben. Aha, habe ich also gelogen, ist gar nicht der Bismarckturm, ist der Winkelturm. Naja, hilft ja nichts. Der Turm ist geschlossen, rein können wir nicht, also gehen wir weiter. Ja, und da wir ja auf dem Sieberg sind, können wir uns dann auch mal die Ruine Sieburg anschauen. Also von hier aus hat man auf jeden Fall auch einen ganz tollen Blick. Ja, viel ist von der Ruine ja gar nicht mehr übrig. Schauen wir mal. Ja, gerade habe ich noch mal richtig Glück gehabt. Bin da vorne auf einer Natursteintreppe ausgerutscht. Ihr glaubt gar nicht, wie glatt das war. So, und jetzt hier im Hintergrund kommen wir am Casino Hohensieburg vorbei. Aber ich habe leider Smoking und Krawatte zu Hause vergessen. So kann ich euch das Casino auch nur von außen zeigen. Na, und nachdem ich mich vorhin auf die Nase gelegt habe auf der Treppe, habe ich auch noch vergessen, am Kaiser-Wilhelms-Denkmal abzubiegen. Da wollte ich eigentlich auch noch hin. Und dann, das nächste war, ich gehe den Weg weiter. Auf einmal Wanderweg gesperrt. Ja, ein Anlieger gefragt, nee, hier geht es gar nicht weiter. Hier wird Holz gemacht, da kommt es nicht durch. Ja, das heißt, ich kann jetzt hier ein ganz schönes Stück an dieser stark befahrenen Straße den Berg wieder absteigen. Ich hoffe mal, dass ich da hinten wieder einen anderen Weg finde, auf dem ich dann wieder zum See runterkomme. Schauen wir mal, ob ich noch den richtigen Weg jetzt finde. Jetzt habe ich den richtigen Weg wiedergefunden, bin einfach ein Stückchen der Straße gefolgt und dann in der nächsten Kurve wieder in den Wald rein. Und jetzt bin ich halt wieder auf dem richtigen Weg und da ist leider ein bisschen laut der Weg, weil er geht hier oberhalb dieser großen Straße da unten, wo ständig auch Autos fahren. Ah, nun gut. Jetzt sind wir wieder am Hengsteisee quasi zurück. Nur, ja, ich schätze 100 Meter ungefähr oberhalb vom See sind wir jetzt. Und
gehen dann jetzt auf der gegenüberliegenden Seite den Weg wieder zurück. Schauen wir mal, was wir hier zu sehen bekommen. Ja, ich mag ja solche Wege am Hang entlang oder auf dem Berggrat entlang zu laufen. Auch wenn man hier immer aufpassen muss, wo man hintritt. Aber diese Seite vom See ist schon eigentlich schöner zu laufen als da drüben. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich bei dieser Pleiten-, Pech- und Pannentour wenigstens vor Regen verschont bleibe. Aber das Rauschen auf den Blättern hier verrät mir, dass es auf jeden Fall zumindest leicht am Regnen ist. Na, was soll's, hab einen Poncho dabei. Aber noch ist es hier unter dem Blätterdach trocken. Vielleicht habe ich ja Glück. Ich habe mir für heute, für die Tour, schon mit Absicht so ein bisschen Schmuddelwetter ausgesucht, weil ich denke, bei Sonnenschein am Wochenende kriegst du hier auch kein Bein an die Erde. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.